Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meiner allerersten Final Fantasy VII Remake Let's Play Folge, beziehungsweise die Demo. Die Demo wurde am 2. März lang erwartet endlich mal released. Die Demo ist schon sehr, sehr alt. Die konnte man vor einigen Monaten bis jetzt immer nur auf Messen wie der Gamescom zocken. Ich habe mir verschiedene Videos über die Demo nicht reingezogen. Ich kenne nur den Endfight, den Skorpionswächter. Alles andere wollte ich nicht spoilern, weil ich auf die Demo warten wollte. Ich bin Fan der ersten Stunde, das noch nebenbei bemerkt. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr einschaltet. Lasst dem Let's Play gerne schon mal ein Abo da, beziehungsweise einen Daumen nach oben und ein Abo vor allem, wenn ihr neu seid und ab dem 10. April meine Let's Play-Reihe für das gesamte Spiel, die Vollversion, verfolgen wird. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und ich nehme hier und da natürlich auch gerne ein bisschen Kritik an, weil das mein allererstes richtiges Let's Play eines anderen Spiels überhaupt ist. So, wir machen erstmal ein wenig Konfigurierung. So, klassisch, einfach, normal. Wähle einen Schwierigkeitsgrad für die Kämpfe. Da ich kein Final Fantasy Neuling bin, wie gesagt, ich habe sehr viele verschiedene Teile durchgezockt. Ich kenne mich auch mit der Story sehr, sehr gut aus. Das muss ich dazu sagen. Hab, wie gesagt, nur die Demo nicht verfolgt. Gott, krieg ich Gänsehaut gerade. Ist das der Hammer? Das ist geil. Sämtliche Haare an meinem Körper haben gerade Stehplätze. Das ist der absolute Wahnsinn. Auf geht's, Rekord. Okay, los geht's. Haha. Ich steuere Cloud das allererste Mal selber. Ist das geil. Ich bin mal gespannt, wie einsteigerfreundlich die Steuerung ist. Dein Auftritt. Okay, das ist schon mal erstmal relativ simpel. Keine Bewegung. So,
vor allem weiter. Sehr okay. Gut. Alles klar. Also Viereck erstmal drauf einhämmern ist schon mal kein Problem. Oder gedrückt halten, um Flächenschaden zu aktivieren. So. Da kann man Gegenstände durchsetzen. Und ich finde ganz ehrlich, also für alle Leute, die Final Fantasy Freaks sind und das Spiel auch genau wie ich kennen, ich finde 1000 HP für den Anfang ganz schön viel. Was zur Hölle? Halt, stehen bleiben! Wir zählen nach dich. Sieht man hier überhaupt alles? Das will ich auf jeden Fall mal noch so ein bisschen... Ich werde im Laufe des Let's Plays mal so ein bisschen noch an der Kamera basteln. Ihr könnt mir nebenbei natürlich auch in den Kommentaren mal schreiben, würdet ihr lieber ein Let's Play, wenn ihr es verfolgt, mit oder ohne Kamera sehen wollen? Alles klar. Okay, das wusste ich ja vorher schon. Jetzt kann ich Kommandos sozusagen aktivieren. Ah, alles klar. Und jetzt kann ich hier quasi Mutangriff, alles klar. Zack. Okay, interessant. Ich spare mir übrigens das Vorlesen. Ich bin ganz schlechter Vorleser. Es ist ja ganz gut zu lesen, denke ich, wenn jetzt nicht die Kamera im Weg sein sollte. Okay, alles klar. Ich will auf jeden Fall mir gleich mal das Menü ein bisschen angucken. Lauf doch. Was für ein Kerl. Okay, okay. Sofort ergeben. Ich muss mir den Rücken frei halten. Zu spät. Hast du noch nichts voll? Okay. Wenn noch nichts voll ist, geht's in die Slow Motion. Moment, ich will mal eine Magie machen. Feuer. Zack. Alles klar. Oh, das sind mehrere Gegner. Ich hab gedacht, das sind nur zwei. Okay, geil. Im Hauptmenü können unter anderem die Parameter der Charaktere sowie bisher gesammelte Gegenstände eingesehen werden. Alles klar. Ja, hier werden, ich glaube, in der Demo ist noch nicht so viel Auswahl. Oder? Da kann man schon drauf gehen. Okay, das sind die Verbrauchsgegenstände, das ist klar. Magie dürfte bis auf Feuer noch nichts verwendbar sein. Kampfeinstellung, das lasse ich jetzt erstmal alles so. So ausführlich möchte ich die Demo jetzt nicht ausschmücken. Übrigens nebenbei bemerkt, es soll ein Secret Ending für die Demo geben. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich habe die Demo vorher noch nicht gezockt. Und es wird sicherlich ein zweites Video geben nach dem Let's Play, um euch zu zeigen, wie das Secret Ending funktioniert. Achso, es gibt noch eine Karte. Das wollte ich mir auch mal noch reinziehen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr geil. Gab es ja im Original nicht. Alles klar. Achso, gibt es hier noch irgendwas... Okay, hier sieht man natürlich das Missionsziel, das Ausrufezeichen, das ist auch klar. Okay. Zwei Heiltränke, alles klar. Was ich geil finden würde, dass man die Karte als Minimap vielleicht so ein bisschen einfügen kann. Dass man die oben links oder so sieht. Ich möchte jetzt nicht zu lange experimentieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Option in der Vollversion gibt. Okay. Ah, alles klar. MP-Heilung durch Makonid, okay. Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns wäre?
schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. So dicke Wetsch. Wenn es vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Okay, Dreieck drücken, Interaktion. Zeig mal her. Echt voll verlassen, oder? Ja, ich denke ja. So einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht, ne? Wo soll ich da nur anfangen? Oh, schon gut, behalt's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die paar Gil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Ah, die Optik ist der absolute Hammer. Ach, der ist schon durchgelaufen, okay. Okay, das wäre so noch das nächste gewesen, was mich mal interessiert hätte. Okay. Gut, da steckt aber eine Menge ein. Was haben wir hier eigentlich noch Schönes? Fertigkeiten, Impulshieb. Habe ich auch noch nicht getestet. Oh, okay. Oh, also es ist sehr, sehr intuitiv, das Kampfsystem. Ich denke, das geht auch relativ schnell, bis man das drin hat. Ja, man kann ja mal noch ein bisschen gucken, ob man hier noch irgendwas findet. Oh, freue ich mich auf die Vollversion. Ich nehme übrigens gerne Tipps in den Kommentaren an. Wie gesagt, das ist mein allererstes richtiges Let's Play. Wie gesagt, mit Kamera, ohne Kamera, sollte ich auf andere Sachen mehr eingehen und so weiter. Ich bin da gerne für Vorschläge offen. Mokri-Medaille, okay. Das interessiert mich natürlich jetzt mal. Ups. Was man so... Warum komme ich denn jetzt nicht ins Menü? Okay. Keine Ahnung warum. Oh, Besuch. Ferret folgen, okay. Der ist fast platt, komm, drauf. Zack. Das macht so Spaß. Ohne Scheiß. Ich weiß, dass in der Vollversion es die Möglichkeit gibt, das alte Kampfsystem zu nutzen. Dieses alte Warten-ATB-Gedöns und hin und her. Aber ich finde, das neue Kampfsystem macht echt Laune. Okay. Okay, ich hätte gedacht, man könnte sich vielleicht mit der Ausweichtaste so ein bisschen nach vorn pushen lassen. Oh, kann man. Okay.
Okay. Das war was Neues. Also ich habe gerade eine Option mit Dreieck gehabt, Offensivhaltung. Da könnte man so ein paar Spezialattacken machen. Ach, jetzt geht's wieder. Mich interessiert mal. Ach, das ist ein Schlüsselgegenstand. Okay, eine Mokri-Medaille. Kann ich da... Eine Medaille, in der das Abbild eines Mokris eingraviert wurde. Okay. Kann man wahrscheinlich irgendwas freischalten, wenn man mehr Mokri-Medaillen sammelt. Würde ich mal schätzen. Ah. Also ohne Scheiß für alle, die die Originalversion von 97 gezockt haben, die kriegen wahrscheinlich in jeder Szene Gänsehaut. Wie das umgesetzt ist, ist schon echt der Wahnsinn. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft! Was zum... Die Tür! Hey. Tschüss. Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Ich bin so froh, dass ich die Demo mir vorher auf YouTube nie angesehen habe. Ach, das ist diese Offensivhaltung, die wird jetzt erklärt, okay. Okay. Na, dann machen wir das doch. Okay, alles klar. Inna, das wird ein Klacks. Und schenkel wir ihn. Ah, das ist nicht schlecht, dass man durch Drücken der Kreistaste in die Normalhaltung kommt. Ist das ultra geil. So, gibt's hier noch irgendwas? Und weiter geht's. Woher nimmt denn nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Also die Steuerung ist wirklich sehr, sehr schnell drin, finde ich. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Man kann übrigens in der, ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich auch in der Demo dann schon, man kann das auch einstellen, dass diese Slow-Mo, wenn du zwischen Magie und den Spezialattacken wechselst, das kann man auch einstellen, dass die Slow-Mo gar nicht erst erscheint. Aber ich denke, für den Anfang sollte man das so lassen. Außerdem sehen die Effekte doch ziemlich geil aus. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nicht an, aber wie gut befreundet? So befreundet. Tifa und ich. Oh. Heidegger und Präsident Shinra. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, ist das geil. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat.
Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über, saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Geil. Dir zeig ich's! An das Spiel soll... würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Ah, das sind die Kanonen. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Das Gatling Mega. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Ei, ei. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Oder Zauber. Also, lass also Zauber einsetzen. Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich gleich zwischen den Charakteren wechseln, nehme ich mal an. Habe ich mir fast gedacht, alles klar. Ach, man kann nebenbei laufen, das ist ja auch geil. Ups. Okay. Alles klar. Dich mach ich zu Staub. Oh, Alter, wie geil ist das denn? Okay. Okay, einfach nach oben, unten, links, rechts kann ich die Charaktere wechseln. Das ist schön, dass das recht simpel gehalten ist. Befehle kann man auch erteilen. Ich bin mal gespannt, wann die Limit Breaks kommen. Oh, ist das geil. Okay, jetzt müsste ich wieder warten. Boah, ja, man kommt ja trotzdem ran. Okay. Das ist geil. War das alles? Hauptsache cool das. Okay. Nee, da kommen wir her. Alles klar, wir müssen nach unten. Ah, alles klar, das ist eine Treppe. Und ich finde das total geil, dass man sieht, wie viele Slots diese Waffe hat. Also quasi dieser leuchtende grüne Punkt für die Leute, die nicht wissen, was das, was ein Slot ist. Wo dann Zaubersubstanzen reinkommen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Zerstören? Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Was du
Okay. Ach, das Muster war jetzt aber länger. Okay. Okay, das hat mir nämlich noch gefehlt, dass man hier sprinten kann. Oh, die sind schneller. Moment. Ach doch. Na, jetzt stelle ich mich aber an. Da gibt es bestimmt eine Trophäe, wenn man hier ohne verletzt zu werden durchkommt, wenn dann die Vollversion da ist. Diese Maschinen sind ausgeschaltet. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Ein Juggernaut. Kann man hier irgendwie in Deckung gehen? Oh, hier stehen ja ganz viele davon. Das ist ja ultra. Aus dir war ich Halbmetall. Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Wir müssen gezielt vorgehen. Und wie genau? Wir verwenden Magie. Und zwar im richtigen Augenblick. Ja, da bräuchte man aber bestimmt. Bräuchte man doch einen Blitzangriff, oder? Ups, okay. Ich will das jetzt einfach mal testen, ohne dass ich auf die richtigen Moment warte. Ach, wenn der am Straucheln ist. Schock. Okay. Alles klar. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, das ist unsere Chance. Geben wir alles. Mist. Ziemlich zäher Blechklotz. Unsere Chancen schaffen wir uns selbst. Los, nochmal. Also Maschinen sind logischerweise auf Blitz empfindlicher. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir alles. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Geil. Einfach geil. Man verdrückt sich auch gern mal, aber wenn die Steuerung einmal so ein bisschen sitzt. Was für ein Jahrgang bist du eigentlich? Rang. Soldat ersten Rangs. Nicht Jager. Ach so. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinem. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Mein Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind befehlen gefolgt, was? Schon gut. Okay, falsche Richtung. Ich bin unwürdig. Das Spiel soll definitiv mit extrem viel Witz ausgebaut worden sein, beziehungsweise verfeinert worden sein, habe ich übrigens gelesen. Ich bin echt gespannt. Achso, sprinten, R1 gedrückt halten. Alles klar. Hier befindet sich gleich der Endfight. Hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz geht gleich runter. Hier geht's runter. R1 wieder gedrückt halten, so slidet man runter. Also die Heilung, die Heilung, hallo? Die Leiter. Ich glaube, ich könnte Gänsehaut. Na, ich erst. Oder was? Nee, vor Freude! Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt! Haha, ich auch. Auf das Remake. Nicht mehr weit. Ich halte hier die Stelle. Wir sehen uns später. Alles klar, meine. Und jetzt?
Genug. Oh, da lebt ja noch einer. Dann übernimm. Ach, der wechselt automatisch, sobald der Kampf vorbei ist, wieder auf den Hauptcharakter. Interessant. Ganz schön tief. Dann spielen wir doch mit. Das ist auch klar. Die 350. Können wir gleich mal noch ein bisschen mehr reinhauen. Darauf muss man hier im Eifer des Gefechts aber echt achten. Was ist denn das? Kann ich außerhalb des Gefechts mich nicht heilen? Okay. Verrückt. Ach nee, natürlich mit einem. Hier kann ich es ja machen. Sollte erstmal reichen. Oh, ich bin so auf den Endfight jetzt gespannt. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Hm. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Okay. Was ist? Hm? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ja, stell mal zur Sicherheit auf 30. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach nö. Wie kämpft man am besten gegen so ein Teil? Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Bleibt wohl nichts anderes übrig. Blitzer. Oh. Wer hätte das gedacht? Es klappt tatsächlich. Was hast du erwartet? Ja. Ah. Wo schießt du hin? Also auf jeden Fall immer schön Blitz einsetzen. Oh ne, Schwänzchen in die Höhe ist immer gefährlich. Für den Planeten nehme ich's mit allem auf. Er findet dich überall. Also ich habe schon festgestellt, diesen Angriff kann man echt nur blocken. Das ist jetzt mein zweiter Versuch, ehrlich gesagt. Weil es echt schwierig ist, diesen Kollegen hier platt zu machen. Stopp, ah, jetzt habe ich vergessen zu blocken, verdammt. Deine Heilkur, ich bin wieder ganz der Alte. Mein Bastard. Was ist deine Art?
Und man muss echt auf seine verdammte Gesundheit achten. Das ist echt schwierig. Was ist denn das schon wieder? Eine Barriere? Seit wann setzen die denn sowas ein? Tch, wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Was ist besser? Dann wird er nur zu. Na. Ach. Na also, es geht doch! Du wolltest das nicht wohl extra wichtig machen, ne? Nee, stopp, ich wollte mich heilen. Ich zähl auf dich. Jetzt lass ich's mal richtig krachen! Pass nur auf, dass du ihm nicht zu nahe kommst. Ah! Wie? Warum kann ich keinen Blitz machen? Ach, okay, alles klar. Das nicht wohl überschätzt, was? Ich übernehme das mal besser. Ich. Ach, alles klar, ich habe keine Magie mehr, also müssen wir Äther uns reinziehen. So, gleich noch ein Blitz. Das wird kein Stück. Stand der Kram wirkungslos. Also den Angriff kann man tatsächlich nur blocken. Gibt's da gar kein Durchkommen? Was hast du in einem Shinra-Reaktor erwartet? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Moment, Magie. Hat er noch gesessen? Kann man diese Barriere nicht irgendwie loswerden? Okay, dann wollen wir machen. Auf ihn mit Gewalt! Ah, fuck, jetzt war ich zu langsam. Nein! Moment, jetzt muss ich erstmal weg hier. Oh, ist das schwierig. Ich hätte gerne. Soll ich das etwa alleine stemmen? Ich hatte gar keine Chance auszuweichen. Moment, Magie, wir haben ja auch noch Vita. Erstmal auf Cloud, das ist ja Heilung. Das tut weh. Hör auf mich zu treten, du Mistvieh, das tut weh. Das ist echt witzig. Ist ja schon wieder da oben, ich werd wahnsinnig. Elendes Mistvieh. Ich übernehme. Nein! Für komische Sachen. Eine neue Barriere. Ah, oh, ist das heftig. Neuer Versuch. Gar nicht so einfach, echt. Jeder hat eine Schwäche.
klar. Ach, jetzt wollte ich gerade mein Limit Break machen. Irgendwelche letzten Worte? Ich brauche eine Heilung. Hey, ohne Scheiß, wie viel kassiert der? Ja, wahrscheinlich. Na, schmeißen wir doch mal meinen Controller weg. Rumzuballern ist keine Strategie. Bereit. Noch gesessen? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt macht er irgendwas Blödes. Er greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Kann ich hier irgendwie in Deckung gehen? Aha, ist klar. Ich zähle auf den hier. Ach, noch nicht genug. Ach. Kann der uns nicht mal eine Pause gönnen? Ach, Scheiße. Ich kann schon mal sagen, die Bossfights sind echt ganz schön heftig. Übertreib's nicht. Hey, er versucht's nochmal. Nutzt die Trümmer als Deckung. Hat er keinen Mumm für den Nahkampf? Oh, stopp, stopp, stopp. Meine Fresse. Gibt er denn niemals den Geist auf? Jetzt erst recht. Oh, nee, das war nicht so cool. Maschinen lassen erst locker, wenn das Ziel tot ist. Das gilt auch für mich, nur damit das klar ist, du nerviges Stacheltier. Das ist eine Einladung und ich nehme sie an. Ah, jetzt bin ich wieder zu offensiv. Keine Chance. Ich sollte meine Runden besser schnell beenden. Nein! Darf jetzt nicht schlapp machen. Ich zähle auf den Kontakt. Fallen und dann von vorn. Mit dem Laser an. Bin ja nicht blind. Dann bring dich in Sicherheit. Moment. Los. Nicht übertreiben. Steht er hier im Feuer? Boah, ist das hart, ohne Scheiß. Ich bin doch schon dabei. Oh, ich habe ja noch Granaten.
Komm, schnell, schnell, schnell. Ey, man muss den echt sehr defensiv spielen. Das ist gar nicht so einfach. Hey, mit dem Ding stimmt etwas nicht. Er repariert sich. Schnell, wir müssen ihn vorher aufschalten. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Wir müssen seine Verteidigung durchbrechen. Nur darauf kommt es an. Ey, hör auf damit! Jetzt nicht nachlassen! Er ist geschwächt, jetzt oder nie! Ab auf den Schornsatz damit! Das war's dann! Oh, der hat gesessen. Beide Beine zerstört. Jetzt ist er für kurze Zeit wehrlos. Und tschüss. Volle Kraft. Boah. Alter, ohne Scheiß. Sinnlos draufhämmern ist hier nicht drin. Also für Anfänger sollte man vielleicht die 30 Minuten erstmal einstellen. Mist, ich komme nicht dran. Detonation in 30 Minuten. Ach. Okay. Ich dachte, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, das Vieh zu kletten. Das sind die 30 Minuten. Klar, kennt man ja aus dem Original. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Um zu flüchten. Raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Also, jetzt nochmal deutlicher. Die Bosskämpfe sind hochwertig. Schwierig. Und man muss wirklich mit Taktik drauf gehen. Man muss echt schauen, was macht der Gegner. Ist schön, dass man nicht nur stupide drauf einhämmern muss. Los geht's. Ups. Ich wollte eigentlich... Hallo, die Leiter hoch? Gut, wie gesagt, also 20 Minuten oder eine halbe Stunde gilt natürlich für die Flucht. Jesse ist in danger. Warte mal, ich sehe jetzt gerade nicht, wo genau ist Jesse gelandet. Moment. Ist Jesse jetzt hier gelandet oder? Ne, ich muss noch da, okay. Immer schön R1 gedrückt halten. Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Im Original war es optional, ob ich die rette oder nicht. Okay. Ist schon mal interessant. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Hier geht's zum Ausgang. Beeil dich! Worauf wartest du denn, Cloud? Ich bin an deinem Arsch dran, hallo? Beschwert sie sich, dass ich zu langsam bin? Controller ist auch fast leer, läuft. Ich bin perfekt vorbereitet. Beeil dich! Schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Genau. Wenn ich nicht rede, werde ich so nervös! Mach
Mach doch, was du willst. Oh, was passiert da gleich? Ach, das ist Barrett. Okay. Ah, wir sind sogar schneller. Ich lade nebenbei mal meinen Controller. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Frauen wieder arbeiten. Mach dir um mich keine Sorgen! Soldatgeleitschutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Beste! Ihr knallt gleich! Aus dem Weg! Barrett! Reden bringt hier nichts. Was ist? Ich sehe gar nichts da. Bin doch schon auf dem Weg. Immer noch nicht. Auslöst. Jetzt habe ich aber voll einer drauf gekriegt. Ah, ich wollte gerade heilen, ich Trottel. Da war ich jetzt zu langsam. Sagen. War nur eine Aufwärmung. Oh, die Heiltränke werden aber langsam knapp. Gehe ich in die richtige Richtung? Ich sehe es gerade nicht. Ach nee, da muss ich, ohne Scheiß, jetzt bin ich gerade ein bisschen. Nee, da sind wir hergekommen, oder? Ich bin verwirrt. Nee, wir. Der kassiert aber ein bisschen mehr hier, der Kollege. Da müssen wir mal hier ein bisschen Burning Action machen. Okay. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, hier. Obwohl. Ich komme überhaupt gar nicht zum Ausweichen, hallo?
Das habe ich nicht getroffen. Moment, wir müssen jetzt erstmal hier den Kollegen wieder heilen. Also, merke erstmal die Kanonen plätten. Drückst du jetzt mal, danke. Also man muss echt aufpassen, die Kämpfe sind teilweise echt flott und sinnlos drauf rumbashen. Schwierig. Selbstzerstörung. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Der chillt erstmal eine Runde. Ich bin doch unterwegs, meine Perle. Geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Oh, noch zickig werden. Das fasse ich mal als Ja auf. Und tschüss. Wow, das war cool. Wow, krasser Typ. Ich könnte mich 50 mal wiederholen, es sieht einfach nur krass aus. Ach, das ist so eine Art Zusammenfassung, was jetzt noch so kommt, wahrscheinlich, oder? Ja, eine Vorschau. Haha, mit Blumenanhänger, cool. Mein Gott, ist das geil gewesen. So, jetzt schaue ich mal, ob noch irgendwas passiert. Okay, jetzt kann man eigentlich nur noch das Spiel vorbestellen. Alles klar, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Es ist natürlich ein bisschen länger in dem Let's Play. Also der Vollversion ab dem 10. April versuche ich natürlich jede Folge so kurz wie möglich zu halten, aber so, dass es ein vernünftiger Zusammenhang ist und nicht mitten im Kampf irgendwo ein Cut ist, nur damit einzelne Folgen nicht zu kurz sind. Ich schaue mal, wie das Secret Ending funktioniert, dann mache ich eventuell noch ein zweites Let's Play,
wahrscheinlich sicherlich ein bisschen verkürzt, nur um die ausschlaggebenden Sachen, die man wahrscheinlich anders machen muss, um dieses Secret Ending auszulösen. Das soll es von mir gewesen sein. Habt ihr Anregungen, wie ich das Let's Play vielleicht ein bisschen angenehmer oder interessanter gestalten könnte? Lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Lasst dem Let's Play auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Final Fantasy, dem Remake, nichts verpassen wollt, wenn es dann in die Vollversion vor allen Dingen geht. Am 10. April, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao.